In dieser zweiten Welt ist alles sehr Super Mario Bros. 2 lastig. Es geht weiter. Ja, und ziemlich viele Secret Exits gibt's hier. Nachdem wir im letzten Part mit Toad und Peach gespielt haben, die auch wirklich zu diesem Super Mario Bros. 2 Thema passen, ist jetzt Luigi wieder dran und kann sich von seiner besten Seite zeigen. Ich denke mal, das wirklich hat mit der Welt zu tun. Also wenn wir die Welt geschafft haben, dürfte alles wieder Knorke werden. Auch wenn die Fragezeichen-Dinger... What? Ach, die Münzen verschwinden noch so zackig wieder. Ja, guten Morgen. Wenn die Fragezeichen-Dinger hier aus Super Mario Bros. 1 stammen, besser gesagt aus Super Mario All-Stars, dem Remake fürs Super Nintendo. So. Einfach geile Musik. Toll geremixt. Wo stammt der Soundtrack her? Es muss einfach irgendein Remix von sonst wem sein. So, ich verfolge dich jetzt einfach mal, mein getreuer Panzer. Mehr kann ich im Moment eh nicht tun. Und weg ist er, ne? Sollten wir hinterher? Ich behaupte nein. Ab durch die Röhre! Noch schiefe Blöcke. Also ist jetzt immer ein bisschen wieder raus aus dem Thema, habe ich das Gefühl. Und es sieht sehr innovativ aus. Ja, das Spiel hat einfach gemerkt, wir sind so zu Luigi geswitcht. Und jetzt gibt es wieder 2D Jump Run Cost vom Feinsten. Okay, das andere war ja auch 2D Jump Run Cost. You know what I mean. Arg! Kein extra Leben für uns. Alles danced! Das hat ziemlich einen Style von den ganzen... Ja, Einfluss von den neueren Games. Habe ich das Gefühl, ne? Da Münzen kommen raus und alles bewegt sich. Blöcke sind abgeschnitten. Aber warum nicht? Ich feiere es, ich mag's. Super Luigi! Ja, was mich auch schon mal peripher tangiert hat. Das war, als es hieß, ja, das 30-jährige Jubiläum von Super Mario. Wo ich mir dann dachte so, nee, Moment. 30 Jahre die Super Mario Brothers Serie. Das ist ja dieses Jahr. 1985, 30 Jahre her. Aber Mario, den gibt's seit 1981, ist ja ganz klar. Also vorhin schon den Keimzahlen sei erwähnt, der wurde auch schon 1981 von Jumpman zu Mario umbenannt. Entgegen vieler anderen Aussagen, die einfach falsch sind von anderen Let's Playern, die mal was gesagt haben. Nein, wurde noch 1981 umbenannt. Jumpman war eigentlich eher so ein Prototypname. Pilz. Ich komme mit Luigi viel besser zurecht, merke ich. Ja, und ja, stellt sich natürlich die Frage, was soll das dann? Warum sagen alle, auch die Japaner, 30-jähriges Jubiläum von Super Mario? Dann ist es mir dann auch eingefallen. Natürlich haben sie recht. Es gab vorher zwar schon Mario, aber er war nie in seinem Super-Status. Hey, verdammt. Sehr schön. Also, er war zwar Mario in Donkey Kong und so und auch in Mario Cement Factory und was nicht alles gab, Mario Brothers. Aber das war niemals Super Mario Brothers. Kann man schon so stehen lassen, denn was vor Super Mario Bros. War, das ist nicht so wirklich, hat was nicht so wirklich was damit zu tun, was Mario ist. Er ist nämlich ein cooler Klempner. Ich will hier den Secret Exit finden. Müssen wir mal gucken. Die sind echt knifflig versteckt. Die spielen mit der Sache an sich. Hier rechts war ja auch nichts weiter, ne? Schön, dass wir den Level gesehen haben, aber wo ist ein Secret Exit? Da können wir ja eh nichts machen. Soll ich halt wirklich versuchen, da runter zu jumpen, wo der Panzer rumchillt? Das wäre halt eine Möglichkeit. Oder hier irgendeinen verdammten Block zu finden. Ja, aber dann gehe ich nach Hause. Weil hier sind viele Blöcke. Kann ich irgendwie nach oben? Nee. Dass eine Ranke rauskommt oder so, hatte ich gedacht, aber nein. Oder warte mal, komm mal, gib mir noch... Verdammt, gib mir den nochmal her. Der ist schon weg. Ich bin jetzt so frei und probier's. Ich hab Angst, ich sterb doch sowieso. Ich sterb da unten doch sowieso. Aber ich wollte es wissen. Yeah.
Ja. So schnell wird man seine tollen Sachen los. Irgendwas war hier doch drin. Ja, Münzen. Ah! Böse! Es sieht zwar gut aus, aber... Warte mal, ich wollte noch was anderes probieren. Gib mir das Ding her. Ich will den mal haben. Es ist ein bisschen schwierig, weil er nicht so ganz weiß... Ja, ich hab ihn. Ich meine, oben werden eh wieder neue geschossen, wenn du kommst irgendwie, aber trotzdem. Wo ich gesehen habe, dass ziemlich viele Panzer sind. Das ist halt... Ach, Panzerblöcke. Das ist hier oben und... Na, obwohl, das ist auch Schwachsinn. Ich muss den ja immer wiederholen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das vielleicht ein Tipp ist. Ja, trotzdem. Na gut, ich guck mich mal weiter um. Gibt's hier vielleicht irgendwelche... Ich gehe nochmal zurück. Ich bin auch geprägt jetzt. Seid mal einfach wieder zurück. Oder ich probiere alle Röhren aus. Die ersten werden es sicher noch nicht sein. What? Ich habe was gefunden. Darf ich mal mit Toddy reden, was er hier will? Ich kann nicht schwimmen. Na gut, aber du kannst sehr nice die Luft anhalten. Ich wünsche noch viel Erfolg. Vielleicht kommt ja David Hasselhoff vorbei und hilft dir. Man darf doch hoffen. Die Feuerblume ist mir in dem Spiel lieber, weil die Eisblume, die vereist so ganz komisch ein. Das ist doch nicht... Och, komm schon, das ist dasselbe. Ich hab gedacht, ich hab's gefunden. Aber wir wissen schon mal, wir haben uns nicht alles angeschaut. Den einen nicht mitzunehmen ist doof. Da hoch vielleicht? Ist eine Möglichkeit, ist eine Möglichkeit. Dass man noch irgendwo hochjumpen kann und... Darüber... Ah ja, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, das ist doch alte Mario-Tradition. Seit 30 Jahren Tradition. Dass man auch mal da drüber latschen kann. Was zum... Och nö. Das muss ich aber noch weiter. Es muss noch wieder eine Möglichkeit geben. Nee, da komme ich nicht so weit hoch. Hm. Finde den Secret Exit. Ich nehme den hier. Hoffentlich. Da ist der Stern! Ja, sauber! Jetzt merke ich das auch. Mit dem Stern kommen wir dann immer zu der Sternwarte von Rosalina. Ganz genau. Cool. Und das sind übrigens Lumas, wer den Part nicht gesehen hat. Sehr nice. Ich glaube, mit 3 Sternen können wir dann irgendwas betreten. Aber hier sind so viele Röhren, dass ich mich schon frage... Warum? Warum? Merkwürdig. Wir gehen ins zweite Schloss. Also, typisches Schloss im Super Mario Bros. 2 Stil. Ja, leck mich doch am Knie. Was? Ich dachte, fällt runter oder so. Nope. Ninji. Okay, lass mal sehen. Ein Schlüssel. Läuft. Es geht ja oben und unten lang. Es gab ja auch in Mario Bros. 2 so eine Welt irgendwie. Das macht es einfacher. Jupp. Mario Bros. 2 gab es ja auch so eine Welt. Ich glaube, das war das erste Schloss sogar in der ersten Welt, ne? Wo man dann, ja, halt lieber im Zweifelsfall erstmal oben lang geht, weil man nach unten kann man sich wieder fallen lassen. Alles hochzukrabbeln. Das ist dann... Eventuell mühsam. Ich mach's halt so. Muss ein bisschen bauen. Boah, das geht mit Dingen ja gar nicht. Dann schmeiß die rüber. Vielleicht landen sie irgendwo drauf. Ich
das ist schon ganz nett. Das könnte schon reichen, guck mal. Ja, ach, Quatsch. So, ja, es ist, wie ich befürchtet hatte. Mir folgt doch keiner. Ja, klar, haben sie wohl nicht geschafft, einzuprogrammieren. Kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen tricky war. Bloß nicht sterben, gib mir den Pilz. Jetzt runter mit dir, Ouija! Jetzt aussuchen können, welches Schicksal mir lieber gewesen wäre. Oh, zum Glück, die runterfallenden Kugeln tun einem nichts. So ein Checkpoint wäre jetzt ganz gediegen. Sehr gut. Ich hasse das. Verschwinde. Warte, das ist ein Checkpoint! Nein! Es ist nicht zu glauben. Da ist ein Checkpoint gewesen. Ich habe halt schon gedacht, so, okay, hier gibt es keine Checkpoints und so. Ja doch, gibt es. Wow, 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 wow. Das sind halt diese typischen Leitern, wo du dich festhältst, aber sofort wieder losgelassen wirst, einfach weil Baum. Ark. Space Colony Ark. Wir wissen jetzt wenigstens, wie der Hase läuft. Kommen wir da so hoch? Ja, einen musst du schon bauen. Einen musst du schon draufschmeißen. Ihr habt nichts dagegen, ne? Ihr seid ganz gechillt. Sehr schön. Trotzdem. Ah, falscher Weg. Na, 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 na. Ihr seid mir ein Dorn im Auge. Dö, dö. Dö, dö, dö. Da, 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 da. Da gehen einem die Nerven mit einem durch, ne? Und die Nerven, die Nerven. Hätte schon lieber nach oben geschossen. Jetzt schießt er zweimal. Hauptsache weg mit dem Blödmann. Bomben! Verdammt bin ich blöd! Verdammt bin ich blöd! Ich habe noch genug extra Leben. Ich habe den Checkpoint aktiviert, alles ist gut. Ich will das halt schon. Da unten, ja, One-Up. Muss man das, die Bomben perfekt timen. Jau! Ja, exzellent, Alter! Eine best-of-würdige Stelle, würde ich sagen. Ich wollte schon, also gut kriege ich das nie wieder hin. Jetzt habe ich es noch besser hingekriegt. Ja, Bomben, die sofort explodieren, oder warum? Okay. Also. Oh. Okay. Ja, und wenn ich die versemmle? Ich doch nicht. Timing par excellence hier. Gut, Luigi, dann geh mal weiter mit deiner Wohlstandswampe. Was? Wart! Der letzte Endboss aus Super Mario Bros. 2? War ernsthaft? Ausgerechnet den müsst ihr... Aber das viel einfacher... Behaupte ich. Irgendwie kann man ganz einfach in sein... Warte! Ganz einfach! Ja, okay. Sobald man dem reingefeuert hat, hält er die Klappe. Ansonsten macht er verdammt viel! Das war's? Oh, danke! Warum mussten die ausgerechnet das nachmachen? Und warum ist die Musik noch nicht vorbei? Oh, danke! Boah, das... Unglaublich. Der war einerseits leichter, wegen der Engine und so, aber einerseits irgendwie auch schwieriger.
Weil man das Gemüse konnte man so einfach fassen und es kam so viel Gemüse, aber so viel Blubberblasen gespuckt. Ganz merkwürdig. So, was mit den ganzen Röhren in der zweiten Welt auf sich hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es ja in späteren Welten Röhren, die dahin führen, weiß der Teufel. Ansonsten, Zapkin Underground. Das ist immer noch die Welt. Jumpy Hoppy Turtle Zone. Super Nostalgica World. Biber Butzeland. Ja, also ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr im Super Mario World Stil. Ich glaube, das ist. Ach, Super Mario Bros. 2 Stil, sondern Super Mario World Stil. What the? Na blöd, wenn man seine Anekdote. Aber die. Ja, wie sagt man, wenn man so einen Witz vorwegnimmt? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich gemacht. Pff. Was geht denn mit den Dingern ab? Eigentlich sind die doch ganz anders gefriemelt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich gerade viel wohler in meinem Super Mario World. Okay. Du siehst aus wie ein netter Kerl. Ich lasse dich durch, aber sei vorsichtig mit meinen Eiern. Nö. Da sind nur coole Sachen drin. Boah, sogar ein Disco-Shell. Damit kann doch Wyszynski alles. Was ist falsch mit dir? What's wrong with you? Da gibt's keine perfekte Übersetzung, oder? Warum hast du meine ganzen Eier kaputt gemacht? Geh raus, du Penner! Ja, warum nicht? Waren geile Sachen drin. Deswegen. Na, mit einem Cooper Disco Shell. Da oben war wieder Mr. Saturn. Ah! Nein! Was passiert, wenn Yoshi Mr. Saturn frisst? Ich meine, das ist auch in Smash Bros. Schon möglich gewesen, aber ich sag's trotzdem nur mal. Denkste. Wow. Hey, warte mal. So. Schade, Marmelade. Man hätte auch so machen können, dass man gar nicht mehr rauskommt. Zum Glück war ich nicht so doof. Obwohl ich nicht dran gedacht habe, um ehrlich zu sein, aber trotzdem. Schwein gehabt. Ey! Danke, Galumba! Ist doch ein Galumba, oder? Ist ja kein richtiger Gumba. Moment. Crazy Welt. Crazy. Na. Gut. Wunderschön. Die führt wahrscheinlich auch dahin, deswegen nehme ich jetzt erstmal die Jumpy Hoppy Turtle Zone. Ah! Wie kann man das nur verbocken? Ich bringe mich um. Ah, die waren schon recht nah, deswegen. Hat sich ja wieder ausgeglichen. Habe ja das Leben jetzt wieder zurückbekommen. das erinnert jetzt aber sehr stark an den Mario World Level, an den einen. Blaue Münzen. Ich denke, blaue Münzen geben 5 Münzen. Was habe ich jetzt verändert? Okay. Oh, ich habe die Dinger angeschaltet, oder was? Die Blöcke? Das ist jetzt der ganze Switch Palace oder zählt es nur für den Level? Wahrscheinlich, wenn das so im Level drin ist, dann zählt es bestimmt nur für den Level. Ah! Weißt du was, Yoshi? Wir machen das so. Du darfst dich hier auch umschauen. Ich bin der Allercoolste, ich fliege hier entlang. Was? Der konnte irgendwie nicht mehr so ganz fliegen. Ich habe gedrückt wie ein Wilder. Aber das ist nicht hochgekommen, der Sack. Ich habe es auch gleich gewusst. Luigi hat ein paar Passes zu viel verdrückt.
Lass mich doch mal hoch, verdammt. Ach, ich bin so ein Honk. Guck doch mal, was hier rumfliegt. Okay. Ja, ich hab's schon. Ja. Blauer Panzer. Und da ist ja nicht mal was. Für was ist denn das Klumbatsch da oben? Ja, Angst. So weit, so gut. Ja, und dann? Da oben. Solange ich meinen grünen Dino bei mir habe, ist alles in Ordnung. Da fühle ich mich super duper. Na gut. War ja überhaupt kein Secret Exit Gedöns, ne? Das habe ich mir nämlich gedacht. Okay, weiter geht's also hier im nächsten Part. Mal sehen, was Bonehammer für uns breithält. Ja, Daumen hoch, bis dann und ciao!